So. Puh. Hallo und herzlich willkommen auf meinem Kanal. Natürlich Hanna. Hallo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Adventskalender-Unboxing. Und mein Favorite Adventskalender ist angekommen. Gerade eben. Ich dachte mir, den muss ich jetzt sofort auspacken. Und zwar der Waterdrop Adventskalender. Er ist einfach nur riesengroß. Das ist, so viel ich weiß, genauso eine Schachtel und hier sind dann lauter kleine Schächtelchen drin mit den verschiedenen Türchen. Also ich finde ihn wunderschön, eine wunderschöne Box. Und der war übrigens noch in so einer Banderole verpackt, damit er nicht aufgeht. Und dann habe ich noch dazu bekommen, ich glaube ab dem Wert von dem Adventskalender habe ich noch den kleinen dazu bekommen. Den bekommt eine Arbeitskollegin von mir, den habe ich ihr versprochen. Den darf sie auspacken, genau, und ich packe dafür den großen aus. Was er gekostet hat, schreibe ich euch wieder hier hin, beziehungsweise was ich bezahlt habe, schreibe ich euch hier hin. Und ja, genau, ich wünsche euch auf jeden Fall sehr, sehr viel Spaß beim Unboxing vom Waterdrop Adventskalender. Ich freue mich. Genau, ich lasse ihn einfach hier wieder so ein bisschen auf meinem Schoß. Und dann machen wir den mal auf. Dann schauen wir mal, ob wir kramen müssen. Ja, nein. Hier ist die Nummer 1, 2, 3. Nee, auf jeden Fall müssen wir ein bisschen puzzeln, weil hier ist nämlich schon die Nummer 13 hier unten. Das heißt, wir müssen ein bisschen suchen. Aber ich finde das Suchen eigentlich gar nicht schlimm. Ich finde, das irgendwie gehört das zur Vorweihnachtszeit dazu. Aber ich würde nicht lang schnacken und würde sagen, wir packen die Nummer 1 aus. Und die Nummer 1 ist schon wirklich sehr, sehr schwer und hört sich nach irgendwie, ja, was Klassikem, glaube ich, an. Jetzt muss ich auch schon mal... Oh mein Gott. Das riecht ja... Oha, da riecht es raus. Mega. Ein toller Duft. Jetzt muss ich erst mal schauen, wie man dieses Paket überhaupt aufbekommt. Ah ja, hier unten. So. Das ist ja auf jeden Fall sicher verpackt. Es ist was Schweres und es fühlt sich an, wie wenn es heil geblieben ist, auf jeden Fall. Und das ist... Oh, eine Duftkerze. Ich glaube, das ist so eine Bienenwachskerze, kann das sein? Das steht immer auf Englisch drauf. Ich kann kein Englisch. Ich kann kein Englisch. So, Soy Wax Parfüm. Keine Ahnung. Auf jeden Fall riecht sie sehr, sehr angenehm. Ist in einem wunderschönen Glas. Hier kann man das Logo erkennen. Das ist so eingeprägt. Also eine wunderschöne Nummer 1. Ja, riecht sehr, sehr gut. Obwohl ich ja finde, dass Duftkerzen zu Waterdrop irgendwie nicht so passen. Also ich weiß nicht, ob ihr Waterdrop kennt. Das sind ja diese kleinen Drops, die man ins Wasser reinmacht und dann hat man Wasser mit Geschmack. Ich glaube, waren die in der Höhle der Löwen? Ich glaube schon, aber schon länger her. Ja, auf jeden Fall ist dieses Türchen so groß, dass es bis auf den Boden passt. Deswegen schiebe ich das mal wieder rein und würde sagen, wir schauen nach der Nummer 2. Das ist übrigens auch ganz geschickt zum Rausholen, denn hier sind immer so, ja, wie sagt man, so Löcher drin, dann kann man dann den Finger reinstecken und gut rausziehen. Das ist auf jeden Fall sehr leicht und hört sich vielleicht nach Drops an. Sehr gut verpackt auf jeden Fall. Ja, und zwar haben wir hier einmal Oro Micro Energy Drinks. Die haben ja auch also normale Water Drops. Und dann haben sie so mit Guarana, ist das, glaube ich. Also das ist Mango, Guayusa und Guave. Und ich glaube, Guave ist die Pflanze mit pflanzlichem Koffein, genau. Und da bin ich wirklich sehr gespannt. Ich habe ja schon zwei verschiedene Energy zu Hause von denen. Und ja, Verpackung sieht natürlich mega aus in diesem Gold. Voll cool. Freue ich mich zum Testen. Dann kommen wir zur Nummer 3. Okay, da ist jetzt kein so ein Öhrchen da. Übrigens, aber ich finde dieses Retro-Muster finde ich ja ultra cool. Wirklich. So, zum Aufpacken ist schon immer ein bisschen crazy hier. So, hier haben wir was in einem Tütchen verpackt.
Und zwar haben wir hier, ich denke, was ist das? So sieht es aus. Ich denke mal, das ist ein Deckel, oder? Ja. Ach, das ist ein Deckel mit so einem Trinkverschluss. Kann man hier dann draufdrücken, dann ist zu. Ich hoffe dann, dass der auch dicht ist. Und so ist er auf. Ja. Die Farbe finde ich jetzt so, naja, gerade habe ich gesagt, dieses Retro-mäßige finde ich cool, aber ja, diese Farbe ist so, geht so. Was sagt ihr dazu? Ja, ist halt so ein dreckiges Ockergelb, würde ich mal sagen. Aber ich finde es ein cooles Produkt. So für eine Sportflasche oder so finde ich das eigentlich cool. Und hier ist auch so ein Luftloch. Ich bin echt gespannt, ob der dicht ist. Also da muss ich, das muss ich wirklich mal testen. Nummer 3. Dann kommen wir zur Nummer 4. Die ist hier. Das reimt sich immer so toll. Oh, hier steht übrigens immer auch drauf, was drin ist. Aber das wollen wir jetzt nicht so vertiefen. Hier ist auf jeden Fall auch was in Papier verpackt. Oh, was ist das? Auch in dieser Retro-Farbe. Ich denke, das ist ein Brushes Small Xmas. Tja, ja, das ist auf jeden Fall so ein, ja, eine Bürste. Hier sind wirklich sehr harte Borsten und hier ist so eine Drahtbürste. Ich denke mal, dass das irgendwie zum Reinigen ist von irgendwas. Das kann man hier auch so rausziehen. I don't know, was es ist. Keine Ahnung. Also ich denke mal, das ist irgendwie eine Reinigungsbürste, vielleicht für den Deckel oder so. Gerade für sowas, dass man das hier so gut reinigen kann vielleicht. Keine Ahnung. Ich finde jetzt allerdings die Qualität nicht so geil. Ich weiß nicht. Also da bin ich eigentlich von Waterdrop andere Sachen gewöhnt. Naja, belassen wir es mal. Ist ein okayes Produkt. Meiner Meinung nach. Ich sage hier meine Meinung. ihr da draußen dürft natürlich andere Meinung sein. Ihr dürft mir die auch gerne in die Kommentare schreiben. Dann kommen wir zur Nummer 5. Die ist auch mega, mega leicht. Hier ist drin ein Micro Tea White Blossom. Und zwar so sieht er aus. Also das macht man dann in heißes Wasser. Und hier sind drin 3 Stück. In der Geschmacksrichtung weißer Tee, Heidelbeere und Lindenblüte. Ja, okay, riechen tut man da nichts. Aber den kenne ich auf jeden Fall noch nicht. Und ja, freue ich mich. Entweder probiere ich den selber oder denkt dran, es gibt ein Gewinnspiel auf meinem Kanal am Ende der Adventskalenderzeit. Und zwar verlose ich 3 riesengroße Boxen mit den ganzen Sachen drin, die ich in den Adventskalendern so auspacke. Also nicht alles, aber halt ganz, ganz viel, denn ich kann das ja alles gar nicht aufbrauchen. Und deswegen solltet ihr auf jeden Fall schon mal meinen Kanal abonnieren, um dieses Gewinnspiel nicht zu verpassen. Ich sag euch, das wird wirklich, also diese Boxen sind wirklich krass und haben bestimmt einen sehr, sehr hohen Wert. Und ja, deswegen seid auf jeden Fall dabei. Jetzt kommen wir auf jeden Fall zu Nikolaus. Ich finde wirklich die Verpackung einfach cool. Supi. Ja. Hier ist nochmal sowas Komisches drin. Hm, was ist das? Irgendwie ein paar komische Sachen hier. Ich weiß auch nicht. Okay. Ist irgendwie so ein... Zu viel da dazu. Auf jeden Fall ist hier so Karabiner. Keine Ahnung, was das sein soll. Karabiner X-Mess steht da drauf. Ja, ich hätte mich jetzt, glaube ich, im 6. Türchen über irgendwas anderes mehr gefreut. Weil ich habe keine Ahnung, für was man das benutzt. Weiß nicht. Komisches Türchen Nummer 6. Also ich muss sagen, momentan flasht mich der Kalender noch nicht. Da war der von letztem Jahr eindeutig besser. Ich kann ihn dann oben verlinken, den könnt ihr auch gerne anschauen. Nummer 7. Hört sich nach Drops an. Ja,
Und zwar ist hier nochmal drin ein Micro Tea Golden Asam. Okay, das sind andere. Und zwar ist das ein Schwarztee mit Honig. Genau, in diesen großen Verpackungen sind übrigens drin 12 Stück. Sehr cool. Wie gesagt, ich probiere ja nicht alles selber, weil ich ja einiges verlosen werde. Cool. Nummer 8. Oh, ganz was Leichtes. Auch nochmal ein Mikrodrink. Und zwar sind hier drin Mikrodrink in der Flair-Variante. Das ist einmal Holunderblüte, Lindenblüte, Himbeergeschmack. Übrigens sind die auch alle zuckerfrei. Ja, 3 Stück sind hier drin. Finde ich eigentlich immer ganz gut zum Testen. Das schmeißt man dann in 400 bis 600 Milliliter Wasser, je nach Intensivität, wie man es haben möchte. Was verändert. Genau. 0% Zucker, 100% Geschmack. Mit Vitamin C, Vitamin E und Biotin. Aha, okay. Wissen wir das auch. Cool. Flair kenne ich, glaube ich, noch gar nicht. Bin mir nicht sicher. Also ich habe schon sehr, sehr viele probiert, aber ja, nicht alle. Nummer 9. Oh mein Gott, schaut mal, wie riesig dieses Produkt, hätte ich jetzt gesagt, diese Schachtel ist. Mal schauen, ob das Produkt auch so groß ist. Ja, ganz viel Platz ist noch drin. Okay. Einmal so ein Dingsbums. Und dann ist das, ich denke mal, ja. Okay, keine Klappkarten. Das sind Postkarten mit Umschläge. Also an sich finde ich die Idee ganz cool. Mich stört aber ein bisschen, dass hier dann Waterdrop draufsteht. Also ich weiß nicht, ob ich eine Weihnachtskarte mit dem Waterdrop-Logo versenden möchte. Also mir hätte da besser gefallen, wenn da einfach nur dieses Muster drauf wäre. Ohne die Eigenwerbung. Auch hier hinten steht es nochmal drauf. Hier. Ja, weiß nicht. Das sind 1, 2, 3, 4, 5 Stück. Also 5 Karten könnt ihr dann versenden. Finde ich jetzt irgendwie so ein Auffüllprodukt. Also weiß nicht. Mich flasht der Kalender heute nicht. Noch nicht auf jeden Fall. Ich weiß nicht. Finde ich das cool? Keine Ahnung. Auf jeden Fall sind die Umschläge sind mega, mega schön, weil die so golden sind. Da steht übrigens kein Slogan drauf. Also die sind ohne Werbung. Die sind mit, aber ich weiß nicht. Naja, schauen wir mal. Keine Ahnung, was ich davon halten soll. Was sagt ihr dazu? Schreibt es ab in die Kommis. Auf jeden Fall machen wir weiter mit der Nummer 10. Die ist sehr flach und sehr klein. Hier ist Waterdrop Nero drin. Und zwar ist das auch wieder so ein Energy-Mikrodrink. 3 Stück. Und zwar ist das Brombeere, Kolanuss und Guarana. Genau, Guarana ist auch dieses pflanzliche Koffein. 3 Stück. Ja, cool. Die mag ich übrigens sehr. Die sind wirklich sehr lecker. Habe ich sogar auch noch einige da, so viel ich weiß. Ja, die Kiste finde ich übrigens auch mega top zum Weiterverwenden. Da könnt ihr irgendwelche Erinnerungen oder so einpacken, finde ich. Hat auf jeden Fall was. Wir kommen zur Nummer 11. Hier ist wieder was verpackt in Papier. Okay, das ist so ein Flaschending-Wärmer in einer wunderschönen Farbe. Das ist wirklich so ein wunderschönes Petrol. Da könnt ihr dann eure Flasche reinmachen. Vor allem, wenn ihr eine Glasflasche habt oder so, dann ja, hält es doch ein bisschen kalt oder warm, wie auch immer. Und sie ist auch geschützt und ich glaube, dafür ist auch dieser Haken. Da könnt ihr die eine Seite daran machen und das andere könnt ihr, keine Ahnung, an die Tasche, an den Gürtel oder so machen. Ja, finde ich die Idee eigentlich gar nicht schlecht, aber ob ich das irgendwie, ja, vielleicht an die Tasche machen, an den Henkel und dann die Flasche in die Tasche stellen, dann fällt sie auf jeden Fall nicht um, das wäre eine Idee. Ja, aber das ist wirklich eine wunderschöne Farbe und da freue ich mich, dass sie
das reingemacht haben. Ja, ist ein tolles Produkt. So, das war die Nummer 11. Es geht weiter zu Nummer 12. Oh, das ist was ganz Dünnes. Ich schätze, das sind wieder Drops drin. Ja, und zwar ein Dreierpack ist hier drin. Und einmal ist das die Wipe-Variante. Drei Stück sind hier drin. Und das ist Physalis, Pfefferminze und Rosmarin. Genau. Die kenne ich auf jeden Fall noch nicht und die werde ich definitiv selbst probieren. So, Nummer 12. Ach, hoffentlich kriege ich das nachher alles wieder so rein. Hier ist die Nummer 13. Das ist ein riesengroßes Paket. Hier ist wieder was Glasmäßiges drin. Ich hoffe, das ist auch heil geblieben. Was ist das? Ein Glas vielleicht? Oh, cool. Das ist so ein doppelwandiges Glas. Seht ihr das? Und zwar in der Mitte, also innen, ist es auch in diesem Petrol gehalten. Und außen ist das Glas durchsichtig, also ein ganz normales. Sieht ja mega aus. Wunderschönes Glas, finde ich. Und natürlich, was ich gut finde, also hier muss das Logo ja drauf. Cool. Schönes Glas, mega. Freue ich mich. Nummer 14 ist hier auch ein leichtes Türchen. Ja, da sind wieder ein Dreier-Drop drin und zwar die Mikro-Tea-Variante. Hagebutte, Heidelbeeren und Hibiskus. Die habe ich auch noch nicht probiert. Kenne ich nicht. Ja, finde ich cool. So, 14. Dann kommen wir zu 15. Hier steht drin. Hier steht drauf, drink more water, also ihren Slogan praktisch. Hier ist wieder was verpackt. Oh, das ist süß. Oh mein Gott, hier ist so ein Döschen drin in der Weihnachtsedition. Oh mein Gott, wie cool. Da könnt ihr dann eigentlich eure Waterdrops reinmachen, in die Tasche stecken und habt somit immer einen Waterdrop dabei. Finde ich ja mega cool und schaut mal, wie süß das aussieht. In dieser wunderschönen Petrolfarbe. Hier ist eine Fliege. Ja, wunderschön. Cool. Aber vielleicht bekommt das ja einer von euch. Ich habe nämlich noch auf jeden Fall eins von letztem Jahr. Die Nummer 16. Könnten wieder Drops sein übrigens, dass ihr auch das Muster seht. Genau, und zwar eine große Variante in der Geschmacksrichtung Love, das ist Granatapfel, Goji-Beere und Schisandra, was auch immer das für eine Frucht ist. Ja, cool. So, und die Nummer 16, dann suchen wir die 17. Hä? Bin ich jetzt doof? Oh! Vor mir. Ich dachte die ganze Zeit, das große ist bestimmt die Nummer 24. Aber nein, hier die Nummer 17, ganz große. Oh, Hanna. Oh mein Gott, das ist auf jeden Fall mega krass ausgefüllt hier. Und es sieht aus wie ein Geschirrhandtuch vielleicht? Nein. Oh, cool, ein Rucksack. Oh, ich liebe ja solche Rucksäcke, die man so, ja, auf den Rücken machen kann. Auch ein wunderschönes Design und ich finde jetzt, das ist nicht mal so weihnachtlich. Also das kann man eigentlich das ganze Jahr über benutzen, finde ich. Ja, also muss jetzt nicht an Weihnachten nur getragen werden, sondern geht auch so. Ja, finde ich auch sehr, sehr hochwertig. Der ist wirklich richtig, richtig schwer. Also ja, ein tolles Produkt. Vorne wie hinten das gleiche Muster. Finde ich cool. Ja, und kann man dann zuziehen irgendwie und los auf den Rücken und schon habt ihr einen tollen Rucksack. Ja, finde ich cool. Auf jeden Fall ein schönes Produkt. Das lege ich jetzt einfach mal hier auf den Boden. Dann kommen wir zur 18. Oh, das ist aber auch ein schweres Türchen hier. Wo steht es hier drauf? Da. Hört ihr das? Das hört sich an wie Süßstoff oder so. Wo ist das?
Das sind Kügelchen. Benutzt man die zum Reinigen oder? Cleaning Balls for Bottles. Aha, also die macht ihr einfach in die Flasche rein und dann sind das solche Saubermachkügelchen oder so. Keine Ahnung, muss ich mal schauen, wie man das wirklich richtig benutzt, aber finde ich eigentlich cool. Ich hoffe nur, dass die dann nicht verloren gehen, wenn man mal eine Flasche gereinigt hat. Aber ja, finde ich cool. Ist mal wieder was Neues zum Austesten. Nummer 19. Hier könnten wieder Drops drin sein. Ja, und zwar ein Dreierpäckchen in der... Oh mein Gott, die wollte ich auch probieren. In der Wassermelone... Moment. In der Wassermelone Gurke Thymian Geschmack. Eigentlich total crazy, dieser Geschmack. Aber den wollte ich echt mal schon testen. Ja, voll cool. 3 Stück. Die werden auf jeden Fall wahrscheinlich auch da bleiben. Ne, 19 habe ich ja gerade ausgepackt. Die Nummer 20. Ein schweres Türchen. Hier ist wieder was in Papier verpackt und es ist wirklich sehr, sehr schwer. Und das, ach, ja, genau, das kenne ich auch, das war letztes Jahr auch drin, nur in weiß. Die Farbe finde ich natürlich ultra schön. Und da könnt ihr, wenn ihr eure Flasche gereinigt habt, stellt ihr die umgekehrt da drauf und dann trocken die innen richtig schön aus. Und ja, finde ich cool, dass ich jetzt ein zweites habe. Das freut mich sehr. So, das war die Nummer 20. Wir kommen zur 21 und da werden ja weitere Drops drin sein und hier kommt einer meiner Lieblingsgeschmacksrichtungen und zwar Sky. Das ist Ananas, Erdbeere, Passionsfrucht und Kaktusfeige. Genau. Also das ist einer meiner Lieblingsprodukte und das ist, glaube ich, so eine Limited Edition, also die gibt es nicht immer. Finde ich cool. Dann kommen wir zur 22. Wieder was in Papier verpackt. Sieht aus wie ein Deckel. Ich glaube, dass dieser Deckel auf dieses Glas passt. Ha, da muss man aber aufpassen hier. Ja, auf jeden Fall passt das hier aufs Glas und dann kann man hier draus trinken, da ist nämlich eine Öffnung und da könnt ihr dann euren Tee draus trinken oder so. Ja, ja cool. Sieht echt wirklich nice aus, muss ich schon sagen. Bin ich mal gespannt. Werde ich auf jeden Fall ausprobieren. 22. Jetzt kommen wir zur 23 und dann sind wir auch schon bald durch. Oh mein Gott. Ja, das hört sich auf jeden Fall wieder nach Drops an. Und das sind... Oh, die sind auch lecker. Das ist einmal die Snow-Variante. Das ist Heidelbeere, Brombeere und Apfel. Die sind auch ultra, ultra lecker. Und das ist natürlich auch eine Limited Edition, die es natürlich nur an Weihnachten gibt. Ja. Und die war letztes Jahr als große Packung drin. Und oh, die waren wirklich sehr, sehr lecker. Da habe ich, glaube ich, keine mehr davon. Schade. So, und jetzt sind wir schon bei der 24 angelangt, leider. Aber dieses Besondere an diesem Kalender ist ja, dass dieser Kalender 25 Türchen hat. Ja, cool. Aber die 24 ist riesengroß. Und ich bin sehr gespannt, was sie drin haben. Vielleicht könnt ihr es schon erahnen. Ich erahne es auf jeden Fall auch, ja. Und zwar ist hier eine Flasche drin. Und zwar eine Steel Bottle, also keine aus Glas. In einem wunderschönen Weihnachtsdesign. Schaut euch das mal an. Das ist doch ultra schön, oder? Klar, ist halt doch ein bisschen weihnachtlich gestaltet, aber ich finde, ja, cool. Finde ich wirklich wunderschön. Da muss ich mal schauen, ob die bei mir bleibt, weil ich habe eigentlich so viele Steel Bottles zu Hause schon von Waterdrop. Das sehen wir dann, was ich mit der mache. Aber sie ist wirklich wunderschön, vor allem in diesem Petrol. Tolle, tolle Farbe.
Ja, dann kommen wir noch zu 25. Ein ja, großes, flaches Türchen. Da bin ich jetzt sehr, sehr gespannt, was da drin ist. Auch in Papier verpackt. Fühlt sich an wie ein Buch. Und es ist auch ein Buch. Oh, es ist ein Timer von 2023. Letztes Jahr war tatsächlich auch einer drin. Allerdings nicht so ein Hardcover. Das ist wirklich ein... ja, so ein ja, Hardcover. Letztes Jahr war ein weiches drin, also das konnte man ein Softcover natürlich. Genau, und hier ist ein Kalender drin für 2023. Finde ich ja mega, mega cool. Schönes Design, auch nicht unbedingt krass weihnachtlich. Das heißt, dann kann man wirklich das ganze Jahr benutzen. Hier ist noch so ein Band und eine Tasche. Genau, hier hinten ist noch eine Tasche, könnt ihr Sticker oder so reinmachen und hier ist ein Band, dann könnt ihr das zumachen, könnt ihr noch so einen Stiftehalter kaufen oder so, könnt den hinten reinkleben, dann könnt ihr auch noch einen Kugelschreiber reinmachen oder so. Ja, finde ich ein tolles Türchen 25. Ja, cool. Was sage ich jetzt zu dem Kalender? Schwierig. Also am Anfang hat er mich wirklich ein bisschen enttäuscht, muss ich sagen. Gerade durch diese komischen Putzgeschichten oder Reinigungsbürstengeschichten. Aber ansonsten, der wurde es zum Schluss hin wirklich gut, meiner Meinung nach. Jetzt nicht richtig krass, so wie andere Kalender. Aber ich finde wirklich, der Kalender ist gut. Ja, doch. Er ist auf jeden Fall sein Geld wert, muss ich sagen, weil die Produkte ja doch nicht ganz günstig sind. Ja, vielleicht hätte ich mir ein bisschen mehr Mikrodrinks gewünscht. Gerade anstatt so einem komischen Ding hier, anstatt dem hier. Also keine Ahnung, ist es vom Deckel vielleicht? Ja, da hätten sie ruhig noch ein, so ein 12er-Pack Mikrodrinks oder so reinmachen können, dass man noch sich ein bisschen mehr durchtesten kann. Aber ansonsten finde ich die Auswahl wirklich toll. Hier mit diesem Ding, da kann man dann die Flasche reinmachen. Genau, und dann könnt ihr das hier an die Tasche machen oder wie auch immer. Nee, ich finde den Kalender gut. Hat mir auf jeden Fall sehr viel Spaß gemacht, den auszupacken. Die Karten waren jetzt auch ein bisschen, ja, ist jetzt auch nicht so meins. Aber schreibt doch mal ab in die Kommis, wie ihr den Kalender findet. Was sagt ihr dazu? Genau, würde mich auf jeden Fall sehr interessieren. Denkt an das Gewinnspiel. Und ich habe jetzt noch zwei Adventskalender am Laufen. Einer steckt irgendwie noch beim Lieferanten fest. Und einer weiß ich gar nicht, wann der verschickt wird. Aber seid auf jeden Fall gespannt. Zwei kommen noch definitiv. Und jetzt versuche ich das hier wieder zusammen zu puzzeln. Mal gucken, ob ich das hinbekomme. Dann sehen wir uns auf jeden Fall beim nächsten Adventskalender-Unboxing oder bei einem meiner anderen Videos. Schauen wir mal, es würde mich auf jeden Fall sehr freuen, wenn du auch nach der Adventskalenderzeit bei mir auf meinem Kanal bleibst. Genau, dann wünsche ich noch einen schönen Tag und bis dann. Ciao.